Ja, moin Leute. Herzlich willkommen zu einem weiteren GTA-Video heute. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich hatte vor einiger Zeit mal wieder GTA gestreamt und dachte, ja, kann nicht schaden, mal einen MC-Verkauf zu machen. Ein paar Leute kamen auch in den MC dann rein, haben aber auch direkt wieder verlassen, als sie gesehen haben, ich spiele Verkauf und kein Stand Your Ground. So ist es dann eben. Und ja, weil ich gestreamt habe, wurde ich dankenswerterweise natürlich gekrieft. Vier Stück. Oh mein Gott. Ja, im Hintergrund ist halt so meine Streamstimme dann immer zu hören. Ich hoffe, das ist nicht allzu verwirrend. Ich hatte auf jeden Fall jetzt noch in dem MC, nachdem die einen beiden verlassen haben, einen Level 17 drin. Und von Anfang an das Gefühl, das wird nicht gut enden. Ich glaube nicht, dass ich diesen Account, dass ich diesen Verkauf durchbringe. Ja, der Level 17 hat dann auch noch meinen MC verlassen. Und dann war ich alleine unterwegs. Aber wie ist meine Devise? Der Mutige ist am tapfersten alleine. Also eier ich jetzt mit meinem Liefermotorrad hier durch die Gegend. Und MC-Verkäufe sind ja somit das Belastendste, was du machen kannst. Da drückt dir Rockstar immer ein L rein. Ich habe natürlich nicht den Verkauf, wo ich das in dem LKW abgeben kann. Nein, ich habe den Verkauf mit der Polizeifalle. Ach, jetzt muss ich auch noch Cops abschalten. Ach komm, Jungs. Ja, so ist es eben in GTA. Man spielt dieses Spiel nicht einfach nur. Nein, GTA muss einem einfach maximal wehtun. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist wirklich, also das ist wirklich, das ist ja Verarsche. Ja, jetzt eier ich halt hier mit 3 Sternen Fahndungslevel durch die Gegend und versuche die Cops abzuschütteln. Was mir wahrscheinlich auch gelungen wäre. Aber was muss natürlich jetzt gleich passieren? Der eine Typ, der eben mein MC verlassen hat. Kommt jetzt auf einem Noobbike an. Ach, jetzt kommt natürlich ein Noobbike angeeiert. Ja, wir sehen hier schon, warum es einfach richtig ist, Noobbikes zu hassen. Na, er kommt nicht stolz und edel mit einem Helikopter zum Griefen, wie es der normale Alpha-Griefer machen würde. Nein, er ist ein Beta-Junge, demzufolge ein Beta-Griefer und eiert auf dem Noobbike rum. Aber, das ist halt auch GTA, dieser Orb, die Impaler oder was, der hilft mir. Der hat den jetzt erstmal weggemacht. Sehr schön. Da ist er halt in meiner Nähe gespawnt, das ist schlecht für ihn. Ich bedanke mich auch noch kurz bei dem unbekannten Helfer. Und das kleine Grieferlein quittet dann schon. Ja, auf dem Weg zum Ausweichabgabepunkt hat sich so eine kleine Grieferschlange hinter mir gebildet. Und auch der mir eben geholfen hat, da war ich mir dann auch nicht mehr so ganz sicher. Oh, der will mich griefen. Ich dachte, er wollte mir helfen. Aber nee, das war so, dass der mich tatsächlich beschützen wollte, weil jetzt gleich schlägt das nächste Noobbike zu. Mein Gott, was ist denn jetzt los? Ich habe eine ganze Grieferranzblase hinter mir. Unglaublich. Der eine hat den anderen wohl dann aus Versehen getötet. Ich dachte, der wollte mir helfen. Ah ne, der hilft mir auch. Ich habe halt noch 3 Motorräder, Hansel. Ich hab halt einfach noch 3 Motorräder. Oh Mann. Ja, da in Sandy Shores oben eben meine Motorräder stehen, ne, hole ich mir einen Toreador, ne, weil es ja sehr Noobbike-lastig und da ist der Toreador immer die beste Waffe gegen. Ne, der eine Noobbiker von gerade, der hat sich hier schon auf so ein Dach gestellt und wollte mich auto-aimen, aber mit meinen Fahrkünsten weiche ich ihm natürlich behende aus. Er eiert dann aber trotzdem an. Es kommt an. Ja, und über den Toreador, da kann man ja
viele sagen, ne, skillvolles Fahrzeug ist es nicht, das ist klar. Aber die Relevanz des Toreadors in diesem Spiel ist einfach, Noobbikes zu schreddern. Dafür ist er gebaut, dafür ist er gemacht, dafür ist er im Spiel. Und dafür liebe ich ihn auch, muss ich ganz ehrlich sagen. In 9 von 10 Fällen stirbt das Noobbike. Das PP-Battle gewinnt im Regelfall der Toreador. Na, endlich. Jetzt habe ich schon wieder Cops. Ja, und jetzt bin ich auf dem Weg nach Sandy Shores. Und als ich in Sandy Shores ankomme, was sehe ich da an meinen 3 Lifo-Motorrädern? Was macht denn das Noobbike da vorne? Ganz genau, ein weiteres Noobbike. Erst dachte ich tatsächlich, der beschützt meine Ware. Das mache ich manchmal auch, wenn ich sowas sehe. Und er tut erstmal nichts. Und hier mache ich den größten Fehler, den man in diesem Spiel machen kann. Man tötet das Noobbike nicht. Oh, ich glaube, der ist tatsächlich friendly. Oh, nee, ist er nicht. Oh ja, ich wurde im Livestream gegrieft. Oh, wie unangenehm. Ja, hätte ich ihn getötet, wären seine Haftbomben despawned und mein Verkauf nicht kaputt gegangen. Ja, wo ist denn? Ja, die Bullen. Mhm. Was ist denn das hier für einer? Der Jaffa-Bandit. Na gut, der muss jetzt dann halt einfach leiden, ist wahr, Himmel. Der hat's aber auch so gemacht, der wollte die Ware tatsächlich vor meinen... Oh mein Gott. Vor meinen Augen hat er sie auch... Ich meine, die Idee, die feiere ich ja schon so. Jetzt überfällt der... Was ist denn mit den NPCs hier los? Ach, die Scheiße. Jetzt ist der passiv gegangen, die Pfeife. Ja, da hatte das große Krieferlein ein bisschen Angst bekommen gehabt und musste passiv gehen, aber es wäre ja kein großes Krieferlein, wenn er nicht noch was in der Hinterhand hätte. Ein Panzer gekommen. Ich glaub's ja nicht. Ich glaub's ja wirklich nicht. Ja, die traurige Posaune im Hintergrund, das ist mein Kumpel Hansel, der so ein bisschen Schadenfreude hatte, zu sehen, wie mein Verkauf geschreddert wird. Nicht, dass er so eingegriffen hätte und geholfen hätte. Nein, der hat dazu geguckt, bis das geschreddert war und hat dann darauf gehofft, dass der Panzer mich verharzt. Hansel, das ist ein Panzer, Vorsicht. Ja, das hatte Hansel auch zugegeben, ne, dass er gesagt hat, mit großer Schadenfreude würde er dabei zusehen, wie der Panzer mich verharzt. Ach Gott, da ist noch einer. Himmeldonnerwetter. Ja, natürlich ist ein Panzer alleine nicht ausreichend. Da kam noch der Noobbiker von vorhin dazu. Und ich habe mir schon gedacht, nö, Hansel, deine Schadenfreude gönne ich dir nicht. Der Panzer killt mich nicht und dem Panzergriefer gönne ich auch den Kill nicht. Da spreng ich mich halt. Was soll's? Irgendwann ist der Panzer dann eh kaputt. Ja. Ja, da war der Panzer kaputt und dann bleibt halt einfach nur noch quitten. Ja, Hansel hat sich's dann auch nicht nehmen lassen, so ein bisschen mit einem Hunter-Helikopter auf den anderen da einzuharzen, während ich mit dem Panzer da beschäftigt war. Ihm sozusagen so ein bisschen die hohe Schule des Griefens näher zu bringen. Aber er ist dann auch weggeflogen, damit ich dann so ein bisschen Spaß mit ihm haben konnte und ja, ich habe ihn ein bisschen beschossen. War auch stets bemüht, die schlechtesten Granaten aller Zeiten zu verschießen. Naja, er war dann auf jeden Fall so ein kleines bisschen überfordert mit allem hier. Das aber ist echt schlecht für dich, Luki, hier. Ja, und auch diese Griefer-Episode endet, wie so viele Griefer-Episoden in diesem Spiel, mit dem Quitt. Hm, naja, da bleibt er halt nur quitten. Ja, und was lernen wir aus dieser ganzen Episode jetzt natürlich?
Wir haben hier ja auch einen Bildungsauftrag. Was macht denn der Snoopbike da vorne? Ja, was wird so ein Noobbike wohl machen? Ich glaube, der ist tatsächlich friendly. Das war das Dümmste, was ich jemals in GTA gesagt habe. Oh, nee, ist er nicht. Ja, natürlich ist er nicht friendly. Ich habe ja wissentlich gegen das erste Gebot verstoßen und deswegen verdiene ich es auch nicht anders. Im ersten Buch Morlock, Psalm 7, steht mit dem Blut sich wegsprengender Treyharts geschrieben, es ist falsch, ein Noobbiker zu sein, so falsch. Und selbst der kleine Tunix sagt, No, Noobbike.